So, weiter geht's mit Watch Dogs und wir sind immer noch hier bei diesem Gedönse über diese, mit diesem Albion-Stützpunkt, was auch immer. Und haben ein paar Sachen rausgefunden. Unter anderem wissen wir jetzt auch, dass uns der ganze Scheiß nur angehackt wurde. Weil das wissen wir ja schon vorher. Nehmen wir den mal raus, den Kollegen, dann nehme ich mir nämlich die Audio hier mit. Notieren Sie das. Der Tauern-Bombenanschlag bietet uns eine perfekte Gelegenheit. Sobald wir das Gebiet vollständig besetzt haben, haben wir einen guten Überblick über die Themse. Die Aktivitäten dort werden uns eine gute Tarnung für unsere risikoreichen Aktionen bieten. So, dann verschwinden wir mal hier ganz schnell. Okay, hier oben ist ein Polizeiwagen. Das heißt, ich lasse den jetzt gerade mal ein bisschen in Ruhe. Das geht gut, aber gut ab. Ich fahre nämlich jetzt zu dem nächsten Punkt. Ach, der ist direkt hier vor. Okay, gut zu wissen. So, nehmen wir den Punkt mit. Weil wir irgendwie hier hin müssen. Ich suche bei Scotland Yard nach Beweisen. Happy Birthday. Da natürlich mal kurz eben einzubrechen. Das ist natürlich total sinnvoll und schlau und was auch immer. Scheiße. Albion hat den Ort wie ein verdammter Parasit übernommen. Und die gesamte Polizei. Aber keine Sorge. Wem die privatisierten Schlägertrupps nicht gefallen, der kann ja einfach woanders einkaufen. Hätte nie gedacht, dass mir die Bullen mal leid tun, aber scheiße. Keine Panik. Es hat sich nichts geändert außer der Uniform, den Sturmwaffen und der Tatsache, dass sie jetzt auf Profit aus sind und nicht auf den Dienst an der Gemeinschaft. Okay, für Informationen zum Spider-Bot musst du weiter rein. Ich sag mal freudig Hallo. Die Frage ist, wie viel ist denn da jetzt drin an nur ein Feind, ne? Ganz schön surreal, Alter. Ich sag mal gute Nacht. Ich meine, ich werde mit Sicherheit nicht alleine sein, das ist mir ganz klar. Oh oh. Das ist natürlich super, dass ich jetzt natürlich den Alarm ausgelöst habe. Ja, super. Kann ich das Ding nicht ausschalten? Schade. Ich versuche ihn rauszulocken. Ich würde dich heute lieber nicht töten. Da haut jemand ab. Ziel getroffen. Super. Gute Nacht. Verwundet. Hey, Hilfe. Gute Nacht, Krone. Gute Nacht. Okay, bringt das Arschloch zur Strecke. Dann machen wir mit.
Das ist natürlich super, dass ich jetzt... Ja. Habe ich jetzt irgendwie alles... Gute Nacht. So, ist jetzt mal Ruhe oder kommen jetzt noch mehr von euch an Willens? Warte mal. Warte mal gerade kurz, das ist doch irgendwas Interessantes. Aha. Rein. Mehr als mich herzlich begrüßen können Sie. Mehr als herzlich mich herzlich zu begrüßen können Sie eh nicht. Wie gesagt. Ich bin drin, ja. Mit. Der Verdächtige ist entwischt. Achso. Retten? Gott sei Dank. Ist das eine Waffe? Ich wollte sagen, ich mitnehme hier. Aha. Mit. Bitte, ich glaube, du hast eine neue Freundschaft geschlossen. Wenn Albion jemanden einsperren will, ist dieser jemand gefährlich. Und mit gefährlich können wir was anfangen. Ja. Ja, ich sollte diese Dinger da meiden. Ich guck mal gerade mich hier ein bisschen um. Guck mal, da können wir was mitnehmen. Ein Garderobengegenstand, eine neue Maske. Guck mal, den Technikpunkt nehmen wir auch mal mit. Habe ich euch schon echt all eure Leute rausgezogen, dass ihr... Oh. Entschuldigung. Kinder brauchst du jetzt eh nicht mehr. Ist das unser Spider-Bot? Die Seriennummer passt zu dem Spider-Bot vom Ort des Toan-Anschlags. Kannst du den letzten Benutzer identifizieren? Steuere den Spider-Bot aus dem Raum raus. Ich brauche eine direkte Verbindung, um mehr über unseren halbierten Freund zu erfahren. Wird gemacht. Also ich komme so nicht an den Typen ran, okay. Hacken wir mal. Aha. Kann ich den nicht hier von hier steuern? Nö, ne? Doch, kann ich. Diese Öffnung da sieht nach einem guten Ausgang aus. Mach's dir bequem. Sogar kaputt und mit ein paar fehlenden Beinen kann der Spider-Bot noch springen und passt durch Schächte. Eine gute Möglichkeit, unentdeckt durch das Revier zu kommen. Das ist ein Teil des Fernzündsystems aus dem Parlament. Wenn die Polizei bzw. Albion es wirklich analysiert hätten, würden sie sehen, dass das nicht DedSecs Werk war. Ich gucke mich gerade mal nur ein bisschen um. Warte mal.
So. Gut zu wissen, komme ich da jetzt irgendwie wieder raus durch das Ding da oder was? Ja. Warte mal. Hehehe. Ich bin beim. Oder ist das ein. Ist das. Das ist Dortons Maske. Die muss aus dem Parlament geborgen worden sein. Vielleicht ist sie das Einzige, ja, was von ihm übrig ist. Einmal auf das Ding. So. Komme ich überhaupt hier wieder raus? So, gerade nebenbei. Oder muss ich mir jetzt gerade sich mit dem Spider-Bot. Ja, tatsächlich muss ich mir wahrscheinlich mit dem Spider-Bot den Ausgang sichern. Okay, also den Weg raus sichern. Komme ich da nicht irgendwie so rüber raus? Wieder hoch, meine ich. So, dann probieren wir es hier rum lang. Und dann über die Dinger da. Die Frage ist. Nein, natürlich nicht. Ernsthaft jetzt? Ah, ich war schon drauf. Warte mal. Doch, da muss ich hoch. Da muss ich hoch. Ist da irgendwie keine Abkürzung? Nee, ne? Das ist schon mal dieser eine Weg nur. Ich komme noch nicht hoch, oder was? Das ist richtig. Ich muss ja damit raus aus dem Gebäude, oder? Also aus dem Ding hier. Warte mal, komm ich da nicht hoch? So, da durch. Nein, ich komme ja da. Hä? Komm ich da nicht raus? Ach,
mich verarschen jetzt gerade oder was? Wenn ich überhaupt da hoch muss. Da hoch muss, scheinbar. Nein, nein, nein. Oh, du warst da drauf. Kann ich die zweimal kann ich nicht springen, ne? Ich war doch da schon drauf, ach man, das Problem ist, dass du dann immer wieder neu den Weg gehen musst. Oh, dieses Ding mir. Jetzt, ich komme doch nicht raus. Nee, keine Ahnung, Alter, ich oder gibt's da keinen anderen Weg, ne? Es geht nur der Weg über die ich komme gerade gar nicht da mehr hoch, ey. Aber ich bin mir fast sicher, dass es das ist. Ach so, warte mal. Hä? So, warte mal. So, dadurch. Dadurch. Ach, geh mir nicht echt auf den Sack, weißt du, warum du jetzt wieder da runterrutscht? Also der rutscht mir jedes Mal von dem Ding da runter. Ich will bis da hoch, komme ich. Aber ich komme da irgendwie nicht drüber. Da will mir der Bot nicht drüber gehen. Und dann fällt er wieder runter. Da gibt es keinen anderen Weg. Das komme ich auch nicht, ne? Das ist, da ist die Glasscheibe dazwischen. Ja, ich komme halt. So. Da gibt es aber auch keine andere Möglichkeit, oder? Doch, es gibt nur die Möglichkeit daraus. Das ist nicht wahr. Wieso komme ich da nicht hoch? Das Problem, ich komme immer bis dahin und dann bleibt es hängen.
Nee. Ich komme nicht hoch. Weiß ich nicht, wieso. Ich bin entweder bin ich da gerade einfach zu blöd zu oder keine Ahnung was. Ich hab's ja in vielen Spielen mit Springen. Oh, geh mir doch nicht jetzt auf den Nerven. Das ist scheinbar da echt nur lang zu gehen, aber. Ne, also keine Ahnung. Also ich komme bis dahin und dann lässt er mich fallen. Dann falle ich runter. Ich bin da irgendwie gerade ein bisschen zu ungeschickt dafür. Oh, jetzt fall doch nicht da noch 1000 Mal runter. Ich komme ja nicht mal mehr. Hey, ja, sag ja, das ist. Hey, warum fällst du denn jetzt schon wieder da runter? Wieso komme ich da nicht? Also ich weiß nicht, wieso der da nicht hochgeht. Wieso das nicht funktioniert? Ja auch nicht mal da hoch. Nee, also weiß ich nicht, ich keine Ahnung, ich bin entweder da gerade sehr. Ich bin da gerade extrem ungeschickt drin. Ne, ich komme nicht mal hoch. Also der springt rüber, aber vorher rutscht er dann noch irgendwie ab. Vor allem darfst du dann den ganzen Scheiß nochmal neu laufen. Bis hier kommt er hoch und das ist kein Problem und. Aber wie gesagt, ich scheinbar ist das einfach das Problem gerade, dass ich nicht. Dass ich hier nicht rüberkomme. Hey, ich hab's mal geschafft. Bisschen schräg angesetzt, aber ja, gut, okay, dann geht's wenigstens weiter. Okay, gucken wir erstmal. Muss ich hier runter? Muss ich hier hoch? Verdammt, sieh sich einer den ganzen Müll an. Du musst drüber springen, um zur nächsten Schachtöffnung zu kommen. Ja, super. Das mit dem Rüberspringen, das klappt ja auch so wunderbar. Da bin ich gut drin. Könnte mal. Doch, es könnte funktionieren. Könnte das funktionieren? Vielleicht funktioniert es auch nicht.
Wahrscheinlich nicht. So. Aber, ja, okay, warte mal. Ich glaube, das war nur mal das Einfachste. So, da. So, da hoch. Scheinbar. Lass mich raten, ich muss jetzt wieder... Warte mal. Nee, ich glaube, das war richtig. Wenn überhaupt. Nicht, dass ich wieder nehme. Das ist gleich. Was steht denn in Philipps Doppeljahr? Wer hat beschlossen, dass die ihre Kinder okay machen können? Plötzlich kann irgendein Unternehmen unsere Straßen besser sauber halten als die Polizei, die wir seit wer weiß wie lange haben. Wenn der Kampf gegen das Verbrechen zum Geschäft wird, verschwindet das Verbrechen niemals. Wir wäre schlecht fürs Geschäft, oder? Also sag sie nicht, Elliot hätte unser Wunder gegen Sinn. Vergiss es. So, dann gehen wir da durch. Wenn das dann mal funktioniert. Aber es ist gerade nicht so verzweifelt wie das, was ich davor gerade abgeliefert habe. Jawohl. Den Weg durch diesen letzten Schacht. Der hat bestimmt noch mal irgendwie noch mal ein bisschen wahrscheinlich. So, da machen wir den mal auf und dann können wir da runter. Oder? Jawohl, wir sind da. Und dann nehmen wir uns die Spinne mit. Der beschädigte Bot. Ich hab's. Ich scanne den Spider-Bot und greife auf die internen Laufwerke zu. Während ich diese Daten analysiere, solltest du dich verdünnisieren. Es sei denn, du möchtest unserer neuen, schwer bewaffneten Polizeimacht erklären, warum du ins Revier eingebrochen bist. Okay. Jetzt wird er verschwinden einfach. Wenn wir es können. Ernsthaft, ich krieg jetzt keine Möglichkeit, die Tür zu öffnen von außen. Von innen mal nicht. Ach, gib mich. Was haben wir denn noch Schönes? Okay, dann müssen wir uns einen anderen Weg finden, oder? Dann machen wir das so, warte mal. Wenn das so möglich ist. Dann machen wir es so. Und verschwinden hier. Das Spider-Bot-Teil, das du gefunden hast, verfügt über ein satellitengestütztes GPS-Modul, das seine Position regelmäßig an eine bestimmte Bodenstation gemeldet hat. Ein Geheimversteck? Das ergibt für mich keinen Sinn. Das sehen wir uns besser an. Ich schicke dir die Position der Bodenstation. So, untersuche die Bodenstation, das machen wir in der nächsten Folge.